Grüß euch Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute spreche ich mit euch über das Thema Kinder und das Internet. Eine damalige Schulkollegin von mir ist heutzutage Lehrerin. Und zwar unterrichtet sie in einer Hauptschule in Linz, Oberösterreich. Ich habe sie getroffen und sie wollte aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht vor der Kamera sprechen. Ich habe sie gefragt, ab wann ihrer Meinung nach die Kinder etwas mit dem Internet zu tun haben sollten. Darauf meinte sie, Zitat, es ist sehr, sehr schwierig, weil sehr viele Eltern so paranoid sind und ihre Kinder mit einem Smartphone in die Schule schicken, um sie zu kontrollieren, um abzuchecken, wo sie sind, mittels Ortungs-App und dann wo sie sich im Schulgebäude aufhalten. Die Lehrerin sagte mir weiter, dass ihrer Ansicht nach sollten die Kinder zuerst einmal ordentlich lesen und schreiben lernen, bevor sie zum Handy-Dattler werden. Mir hat es sehr überrascht, denn meine damalige Schulkollegin war eigentlich in Deutsch sehr, sehr gut, aber dass sie jetzt so gegen die Technologie ob sie ist, das hat mich persönlich eher sehr, sehr überrascht und auch irgendwie verdutzt gemacht. Sie hat selber zugegeben, dass es in ihrer Schule schon sehr viele Mobbing-Attacken auf sie gegeben hat, weil sie selber kein Smartphone hat und auch kein Internet. Die ist nicht in die sozialen Medien aktiv. Und ich habe es darauf natürlich gefragt, warum ist das so bei dir? Und sie hat gemeint, dass ihrer Ansicht nach die Kinder dadurch nur dumm werden. Verständlich. Denn was bei uns damals die Jacke oder das Leiberl war, ist heutzutage das Handy. Sie muss allerdings multimediale Unterricht in der vierten Klasse machen. Das heißt, sie haben keine normale Schiefertafel mehr, so wie es wir kennen, sondern eine Tafel mit einem Touchboard. Das heißt, die Kinder gehen vor und müssen mit einem speziellen Stift einzelne Buchstaben hinschreiben. Nicht mit der Tastatur. Und das ist für die heutigen Verhältnisse ein Wahnsinn. Sie hat dann mich gefragt, seit wann ich schon im Internet bin. Und dann habe ich gesagt, offiziell seit 2009. Mit dem Beginn von Facebook. Und ohne mich jetzt zu verarschen, hat sie gemeint, ich war schon immer ein Freak. Stimmt da? Ich habe mich schon immer für das Technische interessiert. Nur zu unserer Zeit, also zu ihrer und meiner Zeit, war das auch so, dass es nicht einmal einen einfachen Computer gegeben hat in der Schule. Sie ist ein Jahr später rausgekommen,
aus der Schule, weil sie ist ja ein paar Monate jünger als ich. Bei ihr ist schon der Jahreswechsel drinnen. Sie ist im März auf die Welt gekommen, im Oktober. Also, sie ist im März nächsten Jahres dann auf die Welt gekommen, logisch. Und wir haben uns nicht nur über das unterhalten, sondern sie hat mir dann auch gesagt, dass sie aufgrund ihres Unverständnisses, was die sozialen Medien betrifft, schon öfter im Lehrerranking ganz unten war. Und das hat mir dann erklärt, dass da jedes Monat ein Lehrerranking gibt, wo praktisch der beliebteste und der unbeliebteste Lehrer oder Lehrerin aufgestellt werden, und sie war da meistens ganz unten, weil es halt kein Internet hat und auch kein Handy, also kein Smartphone. Sie hat nur ein einfaches Handy zum Tastentippen. Ich darf da jetzt keine Marke sagen. Am Ende des Gespräches hat sie mich gefragt: aber du bist voll ausgerüstet. Habe ich gesagt: ja. Sie hat sich sehr, sehr gefreut, dass wir mit mir reden können. Wir sind im Guten auseinandergegangen. Ich habe dann einen schönen Tag gewünscht. Wünsche euch jetzt auch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, was euch das Video anschaut. Danke fürs Zuschauen über ein Like, ein Abo und natürlich eure konstruktiven Kommentare zu diesem Thema würde ich mich sehr freuen. Pfiat euch, bis morgen, euer Mike.